Shani, 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 I need your help. Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. Ich muss mit euch sprechen. Kann es warten? Naja, ich denke... Besucht mich zu Hause. Das Krankenhaus ist kein... Ja, ich will nicht privat sprechen, Eumeline. Achso, jetzt könnte ich quasi bis nachts meditieren und dann nochmal mit ihr zu Hause quatschen, gell? Dann sagt sie mir vielleicht nochmal dasselbe. Ja, kann ich nichts dran ändern. Wir werden alle sterben. Wir sind alles Individuen. Ich nicht. Ja, stimmt, wir müssen ja nochmal Vivaldi... stimmt, wir haben ja Vivaldi verärgert. Ja, nun. So, Anatomie des Bla. Der Bewahrer? Also schön. So, ich will die Schwalbe herstellen. Ups, toll. Schwalbe rettet Leben. Will ich noch was anderes herstellen? Waldkauz, Ausdauer. Verbesserte Reflexe und Reaktionszeit. Erhöht ihre Resistenz gegen Bluten, stillt Blutungen. Ist eigentlich auch nicht so verkehrt, gell? Ja, einmal. Einmal sollte man es mit dabei haben. Perfekt. Und dann sleepen wir eh bis in die Nacht hinein. Oha. Okay, schnell weg hier. Dann reden wir nochmal mit Shani. Kalksteins Haus? Nee. Shanis Haus. Aber ist ja direkt in der Nähe. Oh, da sind die Meuchler wieder. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht gegen irgendeine Stadtwache kämpfe. I knew it. Der Pisskopf. Na, wenn das die Oma sieht jetzt hier. Komm, wir setzen mal Irden ein. Tot. Alter, krass. Nee, lass den Zwerg in Ruhe. Oh shit, jetzt habe ich den Zwerg halt auch getroffen. Schau, jetzt habe ich den Zwerg halt auch getroffen. Aber Alter, guck dich das mal an. Den Gegner wirklich verlangsamt hat es aber nicht. Hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Aber vielleicht hilft es wirklich auch nur wie in Witcher 3 gegen bestimmte Gegner. Crazy, crazy, crazy. Ups. Okay, hat keiner gesehen. Vor allem die Oma hat es nicht gesehen, gell? Haha, ja. Let's go. Wo geht ihr denn hin? Hat euch keine Manieren beigebracht. Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Sitzt in ihrem Zimmer, empfängt Gäste und bezahlt so gut wie keine Miete. Aha. Das arme Kätzchen. Ihre Mutter kann sich nicht einmal Essen für sie leisten. Aha. Habt ihr Erbarmen mit dem Kätzchen? Bestechungsgeld.
aus. Einfach so. Als ob ich sie jetzt hier bestechen muss. Hä, das kann ja wohl nicht sein. Mann, Oma. Ich bin auf echt wichtiger Mission hier mit Shani. Also, was soll das denn immer hier? Was soll das eigentlich? Wo? Ich bin... Sitz. Aha. Das... Oh. Ach. Habt ihr... Seid still und lasst mich vorbei. Hinaus! Ja, jetzt schmeißt du mich eh raus. Ja, nevermind. Hä, warum kommt das jetzt so 100-mal? Ich will einen anderen Dialog. Hallo, Ibra. Das Ende. Ich bin... Okay, gut. Stimmt. Also gut, das passt doch. Ich bin echt gespannt, was ich ihr immer noch schenken sollte, könnte. So, Kollegin. Ja? Also... Shani. Was? Ich wollte reden. Oh. Ich kann sie nicht nochmal fragen. Omi ist eine gute Wache. Ey, die Omi macht mich fertig, du. Vor allem das Ding ist, ich kann jetzt halt noch nicht mal mit Shani reden. Die erzählt mir jetzt wieder die gleiche Geschichte wie jedes Mal von ihrem Albtraum. Reden. Und sie erzählt mir jetzt nicht mehr, wen ich da eventuell noch fragen könnte wegen der Autopsie. Das ist ganz schön belastend. Wer hat denn noch Bücher zum Verkauf? Abigail, aber wir kommen halt nicht mehr zu Abigail. Du, ich bin jetzt nicht gut drauf. Die Salamandra herauszufordern? Ich bin nicht gut drauf. Stirb einfach. Aber den ganzen Haufen Fistech, das muss man den lassen. Also schön. Dann gehen wir mal zu Vivaldi. Ich hoffe einfach, dass Vivaldi jetzt nicht mehr ganz so salty auf mich ist. Und mir dann so ein bisschen meine Fragen beantworten kann. Und hallo Ultra Hoodie, hi. Warte mal, hier wohnt Vivaldi. Das war Kalkstein. Und das ist... Oh, ich komme da nicht rein, ey. Ich glaube, es hackt. Ihr habt es gesehen? Guck mal, wie krass den Moves Geralt einfach drauf hat. Jetzt Zeit, dass wir mal wieder ein paar Talentpunkte bekommen. Art ist einfach so. Wo kam jetzt der Ast her? Scheiß auf friedliche Koexistenz. Meine Rede, Kollege. Fistech, juhu, jetzt habe ich Fistech im Überfluss. Okay. So, Vivaldi, was geht? Was führt euch hierher? Habt ihr eure Antwort für Yevin fertig? Ja, hier ist sie. Der Elf wird euch sicher belohnen. Hoffen wir, dass ihr recht habt. Ja, dieser Bart-Bug, der regt mich halt ohne Ende auf, ey. Aber ich habe das V-Sync immer noch nicht ausprobiert. Habe ich wieder komplett vergessen. Guck mal, das ist ein Beutel. Mit Brot. Dieses kann aber halten. Nutze auch die Realistic Blood Mod? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ich sage eigentlich, weil das Problemchen ist... Dass ich das ja gar nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, ob die Mod funktioniert oder nicht. Also ich habe sie installiert, aber manche Mods haben einfach so eine seltsame File. Und ich weiß nicht, ob, also, wie sagt man? Also die sind halt eine besondere Datei, die mein PC teilweise nicht lesen kann, sondern die halt nur in dem Programm gelesen werden. Deswegen kann ich gar nicht hundertprozentig sagen, weil ich halt nicht weiß, wie es vorher aussah. Ob das funktioniert hat, also ob es auch übernommen wurde, so, weißt du, wie ich meine? Weil ich hatte nämlich auch schon Files, von denen wusste ich gar nicht, dass die noch eingesippt sind quasi, also die sind noch verpackt gewesen. Und wenn man das nicht gewusst hat, dann hat man erstmal googeln müssen, ob die File überhaupt funktioniert. Und dann habe ich teilweise herausgefunden, dass die noch entpackt werden müssen. Aber da sind jetzt immer noch Dateien in meinem Mod-Ordner, die ich nicht kenne, so. Deswegen, I don't know. Scheint zu funktionieren. Ich fragte, weil das Blut bei mir nicht so cool aussieht. Ah, ja, das ist allerdings eine sehr coole Rückmeldung. In dem Fall weiß ich ja dann,
dass es wohl funktioniert. Also ja, cool. Beziehungsweise nicht cool. Schade, dass das Blut bei dir ein bisschen wack aussieht. So, was machen wir jetzt, Leute? Meine Kehle ist trocken. Ich bin am Verzweifeln. Ich hätte ja so gern Abigail gefragt, was die Autopsie angeht. Die hat da bestimmt einen Riecher für. Hat jemand von euch eine Idee? Speziell? Jemand von euch eine Idee, wen man da noch fragen könnte? Ich gehe jetzt nochmal mit Kalkstein quatschen. Irgendwas war da mit Kalkstein nämlich vorhin. Bücher. Hat Thala Bücher? Okay, Thala. Gute Frage. Gute Frage. Thalas Haus war doch hier irgendwo. Schauen wir mal. Wenn du das passende Buch gelesen hast, ist alles gut. Auch wenn es mir hier immer noch anzeigt, dass ich das als Quest zu tun habe. Wait. Glossar. Also hier steht was von Autopsien. Aber ob das jetzt das Buch ist, was ich brauche, weiß ich halt zum Beispiel nicht. Der Zwerg hat das im Angebot. Vom Zwerg habe ich schon alle Bücher. Gibt es einen Totengräber oder so? Bestimmt auf dem Friedhof, aber ich komme noch nicht auf den Friedhof. Also ich habe dieses Buch hier, Medizinische Wissenschaft, da steht was von Autopsie. Könnte natürlich tatsächlich trotzdem durchaus sein, dass dieses Buch hier damit gemeint ist. Aber das heißt halt nicht irgendwie Autopsie-mäßiges. Ich bin halt verwirrt, weil die Quest hier immer noch als aktiv angezeigt wird. Sonst würde da ja irgendwas stehen wie mit, hey, du hast anatomisches Wissen erlangt. Oder Autopsie-Wissen erlangt. Glückwunsch. Aber das kam so jetzt da halt so gar nicht. Deswegen war ich verwirrt. Aber wenn es der Zwerg eigentlich im Angebot haben sollte, dann habe ich die alle schon gekauft. Alle schon gekauft und gelesen. Forensische Medizin. Naja, wobei, vielleicht wurde forensische Medizin ja mit dem medizinischen Wissenschaft halt verbündet und fällt jetzt ins gemeinsame Spektrum. Tatsächlich sagt mir das schon was. Ich glaube, ich habe irgendwann mal so gedacht, hä, Autopsie, sowas werde ich ja niemals brauchen, aber habe das Buch dann trotzdem schon mal gekauft gehabt. Das stimmt schon. Aber ich würde vielleicht trotzdem jetzt einmal hier mit Thala noch sprechen und wenn der es nicht hat, dann gehe ich jetzt auch einfach mal davon aus, dass wir das Buch schon haben, weil vom Zwerg haben wir halt echt schon alle Bücher gekauft. Da wird es sicherlich dabei gewesen sein. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Zumal ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr viel Geld habe. Nee, hat keine Bücher. Ich könnte ihm höchstens hier noch... Gute Meteorit brauche ich halt für den Waffenschmied. Die behalte ich mal, genauso wie die Runen. Ich könnte den Saphir verkaufen für 30. Aber aktuell brauche ich gar nicht gezwungenermaßen Geld. Deswegen... Doch, hier hat er was. Der goldene Pirol. Oha, aber das kostet 400. 400 goldene Pirol. Das muss ich mir merken. Wenn wir mal wieder richtig fett Kohle kriegen. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich die Quest einfach mal so da stehen lassen. In der Hoffnung, dass wenn Shani dann oder irgendjemand dann die Leiche kontrolliert hat, dass wir dann auch über genügend Wissen verfügen. Okay. Dann... Ich muss einen Handwerker suchen, der mir einen Blitzableiter herstellt. Ich muss dann zurück in die Sümpfe und dort den Stein finden. Das macht Sinn. Ja, cool. Naja, ich denke mal,
dass das der Schmied sein wird. Ja, das macht Sinn. Der ist safe nur tagsüber da, okay. Yay, also wieder meditieren. Haben wir ja schon so lange nicht mehr gemacht. Es gibt ja auch eine Mod, mit denen man dann zwei so Sonder-Items bekommt. Mit denen man so... Warte mal, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Schlüssel zum Eingang der Kloake? Schlüssel zum Versteck des Halunken. Fällt mir einmal kurz ein, ich wollte die Schwalbe hier hinpacken. Turm-Tarot-Karte. Teleportkristall. Ziel unbekannt. Das ist ja auch echt wild. Ich finde es so wack, dass ich die nicht wegschmeißen kann, diese Dreckswürfel. Die habe ich einfach viermal. Und dieses Buch, was ich brauche. Weil dieses Brief brauche ich auch. Schlüssel zum Eingang der Kloake und des Halunken. Schlüssel zur Gruft. Die Schlüssel brauche ich eigentlich soweit gar nicht alle mehr. Schlüssel zu Bockfleischhaus. Ah, den habe ich zweimal. Den kann ich zum Beispiel droppen. Ach, guck mal! Golemmark, lol! Wann habe ich das denn gefunden? Das ist ja wild. Zum Glück habe ich das noch, sonst hätte ich den Golem kaum looten können. Golems werden üblicherweise als gedankenlose Konstrukte beschrieben. Sie sind zu einem Synonym für Nicht-Vernunft geworden. Doch nur die mächtigsten Magier wissen, wie viel Anstrengung erforderlich ist, einen Zauber auf das steinerne Herz eines Golems zu wirken, damit er auch nur die einfachsten Befehle befolgt. Ah, I remember. Ja, das hat uns ja Kalkstein gegeben, weil er meinte, ey, mit dem Golemmark kannst du dann so einen ganz krassen Trank herstellen, so. Obwohl die Ursprünge des Prozesses im Laufe der Zeit verloren gegangen sind, haben abtrünnige Magier irgendwie gelernt, wie man auf die starke Magie zugreift, die das Obsidianherz eines Golems enthält, um damit einen mächtigen mutagenen Trank zu brauen, der die Hirne von Hexern beeinflusst. Was? Der beeinflusst mein Hirn? Das ist aber nie so geil. Okay. Let's go. Tagsüber. Morgengrauen? Bisschen länger als Morgengrauen. Und Mia Thierry, danke schön für den Lurk. Schönen Abend. Södele. Let's see. Ups, da ist er ja. Naja, das Problem war halt. Schau mal, das ist Kaufmann des Ordens. Und da steht Waffenschmied des Ordens. Kann das sein, dass da wieder eigentlich ein Charakter stehen müsste? Geben. Den wir eigentlich ansprechen sollen müssten. Ich muss mehr sparen. Also halt so ähnlich wie bei Leuwarden das Problem. Im Haus? Das ist kein Schnäppchen. Das ich komme da nicht rein. Nee, ins Haus kommt man nicht.
Schiede, ey. Ich glaube, mit dem Waffenschmied können wir nicht reden, ey. Darf ich mich mal umsehen? Pardon, Herr, wir verkaufen nur an Freunde des Ordens und Gläubige. Von euch habe ich nie gehört. Lebt wohl. Aber ich bin ein Freund des Ordens. Hier, Mikul, oder wie der heißt, ist mein Kollege. Er sagt, was ist das denn? Das ist der Kerl. So ein doofes Spiel. Das wird jetzt unangenehm. Ja. Da steht einer. Da hätte eigentlich einer stehen sollen. Scheißen! Waffenschmied des Ordens ist weggebackt. Ich sollte ihm einen Schuldschein geben. Tja. Das ist jetzt ungünstig. Weil wir müssen nämlich mit dem quatschen. Ich muss einen Handwerker suchen, der mir einen Blitzableiter herstellt. Wenn ich jetzt die Quest verfolge, dann zeigt er mir nämlich genau auf den Waffenschmied. Ich könnte höchstens noch den Schmied hier anfragen, ob der mir das vielleicht auch macht. Aber I don't know. Wenn nicht, müssen wir halt erst die anderen Quests mit Kalkstein fertig machen. Ist ja auch kein Problem. Tür zum Schmied. Quatschen wir mal einfach mit diesem Schmied hier. Hallo, Schmied. Ein Mensch kommt einen Anderling besuchen? Was ist eigentlich noch los mit diesen Bärten? Ich bin auch nicht so ganz das menschlich. Was? Und ihr habt vielleicht etwas, das ich brauche. Moritz Stein, Schmied. Einen besseren findet ihr in ganz Visima nicht. Verkauft ihr mir eure Waren? Soltan sprach nur Gutes über euch, also können wir handeln. Wendet euch an meinen Lehrling, wenn ihr etwas kaufen wollt. Ich erledige Schmiedeaufträge und nehme Sonderbestellungen an. Ich habe eine Sonderbestellung. Schau mal, würdet ihr einen Blitzableiter für mich machen? Würdet ihr einen Blitzableiter für mich machen? Das ist ein langer Stab aus dem... Ich weiß, was das ist. Wir haben sie in Mahakam benutzt, als die Menschen noch zu den Stürmen gebetet haben. Und seither habt ihr nicht viel dazugelernt. Könnt ihr einen anfertigen? Wollt ihr mich beleidigen? Oder wisst ihr nicht, was ihr da sagt? Natürlich kann ich das. Für 50 Orens. 50 Orens ist noch nicht mal ganz so teuer. Kommt später wieder. Hab ich die... Scheiße in den Stiefel. Ja, geil, oder? Krise erfolgreich abgewendet. Das wäre jetzt nämlich echt eine Krise gewesen, wenn wir das nicht hätten. Seid gegrüßt, Herr. Seid ihr der Lehrling des Schmieds? Oh ja, ich führe das Geschäft und halt Ordnung. Was wollt ihr haben? Der dreht wenigstens nicht ganz so extrem am Rad. Darum trage ich keinen Bart. Ja, Leute, das ist tatsächlich auch einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich keinen Bart trage. Aus solchen Gründen. Zeigt mir eure Waren. Mal gucken, was er so verkauft. Herr sagt, ihr seid gut und ehrbar. Daher sehe ich keinen Grund, keine Geschäfte mit euch zu machen. Bitte sehr. Also schön, schauen wir mal. Das ist so obertraurig. Ah, guck mal. Das, was ich trage, könnte ich ihm verkaufen, aber ich kann ja nicht mehr looten. Alter, 5000 Orens für diese Rüstung. Das ist halt crazy. Das ist halt echt crazy. Gut, ich könnte jetzt hier noch so Sachen kaufen, um so besondere Sachen schmieden zu lassen. Ja, verkaufen kann ich im Moment jetzt auch nichts Sinnvolles, ne? Es wäre cool, wenn ich irgendwie was die meine Runen oder sowas hier machen könnte. Aber ja, der soll mir jetzt erstmal den Blitzableiter machen. Oder warte mal, vielleicht kann der mir jetzt auch sowas schmieden. Braucht ihr was? Nette Werkstatt. Oh. Darauf könnt ihr stolz sein. Aber wo ist eure Ausrüstung? Die haben diese Hurensöhne mitgenommen. Jetzt muss ich Miete zahlen, wenn ich arbeiten will. Diebe? Nein, schlimmer. Verdammte Beamte haben mir Steuern aufgebrummt, weil ich ein Anderling-Geschäft führe und Anderling-Warenfeil biete. Wie in aller Welt sollte ich wohl Dinge für Menschen schmieden? Ich bin ein verdammter Zwerg. Trotzdem ein seltsamer Zufall.
Diese Person, die mit dem Orden in Verbindung steht, der hat auch die Stimme von Dr. House. Amboss, die den meinen merkwürdig ähnlich sind. So. Lebt wohl. Vielleicht schmiedet er mir danach was. Also gut. Da brauchen wir ein bisschen Zeit, um den Blitzableiter zu schmieden. Mal gucken, was wir in der Zwischenzeit machen können. Saul Goodman von Breaking Bad ist auch oft vertreten. Da habe ich noch gar nicht so arg drauf geachtet. Aber Dr. House kommt wirklich sehr, sehr, sehr häufig drin vor. Also gut. Hier müssen wir noch warten. Ich muss dem Zwerg 50 Ohrens bringen. Ach so, vielleicht kann ich die mir dann doch direkt bezahlen. Das wäre eigentlich eine Idee. Braucht ihr was? Yes. Ist der Blitzableiter... Ist fertig. Yes. 50 Ohrens. Hab sie noch nicht. Bin bald wieder da. Would you know a name? Was wollt ihr haben? When Zeigt I mir eure Waren. Herr Chibai sagt, ihr seid gut und ehrbar. Daher sehe ich keinen Grund, kein... Ja, wissen wir schon. So, dann nimm halt... Alter, mir fehlen einfach nur 5 Ohrens. Nee, komm, ich verkaufe das dem jetzt nicht. Das ist mir nämlich alles zu wertvoll. Ich suche mir jetzt einen anderen Händler. Falsch gelaufen. Ihr bringt nur Ärger. Das ist gar nicht wahr. Bewegt euch. Hier wollen wir hin. So. Ich brauche nur 5 Ohrens. Was wollt ihr? Yes, und er gibt mir sogar 80 dafür. Perfekt. Also gut. Wieder Zeug. Jetzt habe ich gerade einen Hänger. Wo war der Zwerg noch gleich? Hier. Braucht ihr was? So. Ist der Blitzableiter... Ist fertig. 50 Ohrens. Hab ich. 50 Ohrens. Wie abgemacht. Yay, ich hab einen Blitzableiter. Juhu. Sowas wollte ich schon immer mal haben. So. Durch Nebenquests kann ich immer gut Geld verdienen. Ja, true. Aber das Problem ist, bei den Nebenquests habe ich keinen Questmarker. Deswegen benutze ich die nicht so gern. Oh shit. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, keine Ahnung, wenn ich den Jungen irgendwo finde, dann ist es so random Hilfe, wo ist der Junge? Oder wenn ich hier den Alghul-Vertrag nehme, dann ist so, ich brauche halt von 3 Alghulen das Mark. So, aber kein Mensch sagt mir, wo ich Alghule finde. Also,
6 Gläser Hundeteig. Theoretisch müsste ich, Hunde laufen hier überall rum. Das müsste ich eigentlich easy hinkriegen. Hier, ich sollte häufiger mit Shani sprechen. Das kann ich ja nur nebenher machen. Das geht ja nicht einfach so. Bosskampf habe ich keinen Bock drauf. Ist in der Taverne. Also es sind alles so... Meh. Hier, ich warte auf seinen nächsten Zug. Sind alle nicht ganz so spannende Nebenquests, um ehrlich zu sein. So, aber jetzt, ich muss zu den Druiden in den Sümpfen gehen, um herauszufinden, wie ich einen Sturm erschaffen kann. So, ich habe den Blitzableiter. Mit dem Blitzableiter muss ich jetzt wieder in die Sümpfe gehen. Dazu muss ich auch noch in die Sümpfe, weil ich Yevin den Brief geben muss von Vivaldi. Und ich brauche noch den... Sag's mir. Den neunten Stein. Und hier muss ich auf einen Leichnam warten. Keine Ahnung wo. Das wird dann sicherlich irgendwann mal auf mich zukommen. Das heißt, so oder so muss ich dann... Was ist denn hier los? Was hier wird Auflauf? Muss ich in die Sümpfe, Leute? Wo ein Sumpf ist, ist auch ein Weg. Ja, aber das ist so wild. Ich finde es so krass, dass die ganzen NPCs einfach irgendwo unterstehen, wenn es so regnet. Voll krass. Hat Geralt eine Haarbürste? Ich weiß es nicht. Wollen wir es hoffen? Einfach immer hinterher geschrien wird. Naja, ich würde mich auch unterstellen. Was für ein Wolf. Wir sind aber in einer strengen Quest gerade unterwegs. Ich kann mich nicht einfach unterstellen. Weil hier regnet es ja ständig. Schmerzen in der Brust. Hier regnet es ja ständig. Let's go. Transportdienstleistungen günstig wie nie. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Auf die dunkle Seite. Habt ihr euch entschieden? Let's go. Kann's losgehen? Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf. Crazy. Schau mal, da beobachtet mich doch jemand. Das sehe ich doch. Ja, braucht ihr ein Boot? Nö. Also gut. Wen verfolgen wir da zuerst? Die Druiden? Ja gut, ist glaube ich beides dasselbe. Ja. Beides dasselbe. Ich
Der gruselige Ort, Leute, ich sag's euch. Hier will doch kein Mensch freiwillig leben. Hey, was geht's aber los hier? Schon den Hain. Der Hain ist mein Heim. Das ist so wunderschön hier. Schau mal, jetzt sind auf einmal so viele Droiden hier. Ist ja wild. So, wo ist so, also noch ein älterer Droide? Was gibt's? Ihr Droiden kontrolliert die Kräfte der Natur, nicht wahr? Nein, das können wir nicht. Vielmehr leben wir nach ihren Rhythmen. Dennoch dressiert ihr wilde Tiere. Und ihr könnt einen magischen Sturm beschwören? Nein, ich meine ja, aber nicht mit Gewalt. Nun, oh, ich glaube, ich habe jetzt direkt die andere Quest getriggert. Ich benötige einen Sturm mit Donner und Blitzen. Könnt ihr einen erschaffen? Das kann ich, aber wie gesagt... Ich würde dafür bezahlen. Nennt es eine Spende zur Vermeidung weiterer Umweltkatastrophen. 500 Orans. Das ist zu viel. Alles wird teurer. Und irgendwie müssen wir auch leben. Was? Ich habe mein ganzes Geld für Wissen ausgegeben. Ich habe gar keine 500 Orans. Sheesh. Übrigens, Donner und Blitzen heißen zwei von den Rentieren vom Weihnachtsmann. Ja, kennt ihr alle den Film Rudolf? Wenn er Donner und Blitzen sagt, das sind die ersten beiden Rentiere, die direkt hinter Rudolf kommen. Die Reihenfolge vom Weihnachtsmann seinen Schlitten aus ist Dasher, Dancer, Prancer, Dixon, Comet, Cupid, Donner, Blitzen und dann Rudolf. So sieht's nämlich aus. Für alle, die es noch nicht wussten. So, ich komme wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Nee, also 500. Na gut. Dann eben 500. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid. Ja. Oh, guck mal. Schau mal, Droidenherbarium. Oh, wie gern hätte ich das gekauft. Wie gern hätte ich das gekauft, aber ich habe kein Geld. Das ist ja wild hier. Crazy. Pepper-Wodka. Komm, vielleicht kann ich dem auf jeden Fall noch ein paar Sachen hier verkaufen. Auch wenn es nicht viel Geld dafür geben wird. Weg damit. Hier, ein bisschen Käse. Ja, der zahlt aber gut dafür, muss man schon sagen. Ajo. Guck mal, ich habe 28 weiße Myrte. Ja, einen Haufen von verkaufen. Ich habe 50 Gehirne. Warum will niemand meine Gehirne kaufen? So. Rezept für Mariborwald. Oh Mann, der hat so coole Sachen, Leute. Okay, ich muss mir merken, dass der Druide es verkauft. 500 Orens, Alter. Das ist halt krass. Das ist halt wild. Okay, jetzt müssen wir erstmal zu dem anderen Elfen da gehen. Um zu gucken, ob der mir vielleicht noch ein bisschen Geld gibt. Wo ist er denn hin? Hä, ist er nicht mehr da? Hör! Ich muss in die Sümpfe und Yevin die Antwort geben. Ja, ich bin doch da. Der versteckt sich. Oder vielleicht ist der auch nur
Kundschafter des Ordens? Waren die schon immer da? Bezweifle es. Ewiges Feuer erfülle mein Herz. Dieser Sumpf stinkt. Ja, du mich auch. Siegfried!